Mit einem abwechslungsreichen Showprogramm begrüßten die Schüler und Schülerinnen der HBLA Leoben die Besucher beim Tag der offenen Tür 2011. Dem Slogan HBLA komm waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Schüler, Eltern sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft gefolgt. Unser Image hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Wir haben bei uns jetzt eine 5-jährige Schulform, eine 3- und eine 1-jährige Schulform. Die 5-jährige Schulform endet mit der Reife- und Diplomprüfung, mit der Matura. Und in diesem Bereich haben wir 4 Ausbildungsschwerpunkte. Da ist zum ersten Kommunikations- und Mediendesign, Gesundheits- und Ernährungsmanagement, internationale Kommunikation in der Wirtschaft, das heißt vor allem Fremdsprachen, und Medieninformatik. Und in diesen Ausbildungszweigen bekommen unsere Schüler und Schülerinnen eine umfassende Ausbildung, die ein bisschen eben auf diese Ausbildungszweige abgestimmt ist. Daneben gibt es aber auch noch den großen Bereich der Allgemeinbildung, der wirtschaftlichen Bildung, der EDV-Ausbildung und auch der fachpraktischen Ausbildung. Wie ist die Auslastung der HBLA? Wie ist die Nachfrage von den Schülern? Ja, zum Glück, muss ich sagen, sind wir noch sehr gut gebucht. Wir haben im Augenblick ca. 500 Schülerinnen und Schüler und sind damit eigentlich an unseren Kapazitäten angelangt, an unseren Grenzen angelangt und hoffen, dass es natürlich in Zukunft so bleibt. Wir versuchen immer, unser Ausbildungsangebot auch entsprechend zu aktualisieren und anzupassen, dass die Schülerinnen und Schüler auch mit den entsprechenden Kompetenzen unsere Schule verlassen. Dass sie sowohl, wenn sie das möchten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können mit einer guten Vorbereitung, beziehungsweise auch eine weiterführende Ausbildung an einer Universität oder Fachhochschule machen können. Mit ihren Ausbildungszweigen schafft die HBLA Leoben eine sehr gute Basis für den Berufseinstieg, aber auch für ein weiterführendes Studium. Eine wichtige Bildungseinrichtung also, die in Leoben nicht mehr wegzudenken ist. Ja, man darf ja vergessen, nicht nur für die Stadt Leoben hat das eine große Bedeutung, sondern auch für die ganze Umgebung, also für den ganzen Bezirk. Und man darf nicht vergessen, dass wir normalerweise in der Stadt Leoben Institutionen haben, zum Beispiel so wie die Montanuni, wo die gescheiten Köpfe in die ganze Welt rausgehen. Und das ist mit der HBLA ja bestens gegeben, weil ja die in der Ernährungswissenschaft oder im Wirtschaftlichen wirklich in der ganzen Welt arbeiten können. HBLA Leoben, ein Sprungbrett für helle Köpfe.